Mischka, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Curio, eigentlich wollte ich auf Ihre Rede eigentlich nicht eingehen, aber weil das heute wirklich meine letzte Rede ist, sei mir doch mal gestattet, noch zwei Bemerkungen. Ich habe mich bei Ihrer Rede wirklich ernsthaft gefragt, ob das nicht exakt genau dieselbe Rede gewesen ist wie vor einem Jahr. Nur die Platte hat inzwischen einen Sprung, Herr Curio. Und die zweite Bemerkung, wissen Sie, Frau Weidel, Ihre Fraktionsvorsitzende, hat hier gestern an der gleichen Stelle gesagt, wir sind mittendrin in der Krise. Ich muss sagen, wenn ich Sie hier reden höre, sie hat recht, die Mutter aller Krisen sitzt nur hier rechts von mir. So, und dann kommen wir mal ganz einfach wieder zur Innenpolitik. Was macht eigentlich eine gute Innenpolitik aus? Eine gute Innenpolitik, meine Damen und Herren, die setzt auf einen starken Staat. Auf einen Staat, der präsent ist, der Regeln durchsetzt, der konsequent auftritt, der insofern seine Bürgerinnen und Bürger schützt. Nur wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte ich das vor 8, 9 oder 10 Jahren hier an gleicher Stelle bei einer Haushaltsdebatte gesagt, starker Staat, hätten hier manche mit den Augen gerollt. Da hätten Einzelne gesagt, was starker Staat, brauchen wir nicht, das war die Zeit, als gerade auch im Sicherheitsbereich viele Dinge privatisiert wurden, weil der Markt kann das ja alles besser machen, das waren die Marktgläubigen. Und auf der anderen Seite des politischen Spektrums, da gab es immer welche, die sagten, nee, starke Polizeibehörden, die sind generell verdächtig. Die haben immer wieder hier versucht, auch den Eindruck zu erwecken, als ging es vor allen Dingen darum, ständig die Bürgerinnen und Bürger vor der Polizei zu schützen und nicht umgekehrt. Und die Folgen von diesen Politikansätzen, die haben unsere Polizeibehörden wirklich vor vielen Jahren zu spüren bekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich als neuer Bundestagsabgeordneter hier 2009 in den Bundestag gekommen ist. Da hatten wir Haushaltsdebatten, da haben verantwortliche Innenminister es hingenommen, wenn Polizisten in Großeinsätzen ihre durchgeschwitzten Schutzwesten tauschen mussten, weitergeben mussten, weil gar nicht genügend da waren. Es gab Einsatzfahrzeuge, die hatten 25 Jahre und mehr auf dem Puckel. Und in manchen Polizeirevieren, da standen Commodore-Computer noch der ersten Generation. Ich muss sagen, das waren Zeiten wirklich zum Fremdschämen. Wenn ich nur heute mir diesen Haushaltsentwurf anschaue, so wie in den letzten 2, 3 Jahren, dann muss ich wirklich sagen, gut, dass diese Tage der Vergangenheit angehören. Die Innenpolitik ist jedenfalls bei den Regierungsfraktionen von SPD, CDU und CSU in guten Händen in den letzten Jahren. Wir haben tausende neuer Stellen bei der Polizei geschaffen, beim Bundeskriminalamt, beim Verfassungsschutz, Milliardeninvestitionen vorgenommen in Sicherheits- und IT-Technik, in Schutzausstattung, in Einsatzfahrzeuge. Man kann ja wirklich von dieser großen Koalition halten, was man will. Aber ich glaube, gerade im Bereich der inneren Sicherheit, was wir da auf den Weg gebracht haben, das kann sich wirklich sehen lassen, meine Damen und Herren. Und das ist ja auch durchaus erfolgreich gewesen. Ich will mal ein prominentes Beispiel herausgreifen. Wir haben vor 4 Jahren auch hier bei der Haushaltsdebatte uns die Köpfe heiß geredet über ein Problem, von dem viele, viele Menschen betroffen waren. Das waren nämlich 167.000 Wohnungseinbrüche vor 4 Jahren. Und dann kamen die neuen Stellen bei der Polizei. Dann gab es spezielle Ermittlungsgruppen, dann gab es moderne IT-Technik, dann gab es eine bessere europäische Zusammenarbeit, dann gab es millionenschwere Förderprogramme für Einbruchschutz. Ja, und die Folge ist, im vergangenen Jahr statt 167.000 Wohnungseinbrüche 97.000, die niedrigste Zahl seit 1997, seit über 20 Jahren. Und insofern das, was wir angepackt haben in den letzten Jahren, das wirkt, meine Damen und Herren. Das macht uns als Regierungsfraktion nicht selbstzufrieden. Wir lehnen uns da auch nicht zurück. Aber das ist eben Ansporn für uns oder sollte für uns Ansporn sein, auf diesem Weg auch konsequent weiterzumachen. Denn es gibt ja tatsächlich ein Problem, das gilt es zu beackern. Wir haben auf der einen Seite, Herr Minister Seehofer hat darauf hingewiesen, zwar die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1992, also so wenig Straftaten wie schon seit fast 30 Jahren nicht mehr. Auf der anderen Seite fühlen sich aber über 21% unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihrer Stadt, in ihrem Wohnumfeld nicht sicher und machen sich Sorgen um die innere Sicherheit in unserem Land. Wie passt das zusammen? Darauf gibt es sicherlich viele Antworten, aber ich glaube, einzelne Antworten sind
vielleicht auch gar nicht so schwierig. Natürlich haben in den letzten Jahren beispielsweise die Menschen mitgekriegt, dass es da einen IS-Kämpfer gab, Anis Amri. Der war auf dem Radar unserer Sicherheitspolizeibehörden, der war als Gefährder eingestuft. Und dann verschwand er von diesem Radar und hat vor knapp 3 Jahren diesen schrecklichen Anschlag hier in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt begangen. Und natürlich kennen gerade viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Großstädten, quasi in jeder Großstadt mindestens einen Platz, eine Straße, da geht man besser in den Abendstunden nicht hin. Und das wissen auch alle in diesen Städten. Und es gibt Wirtschaftskriminelle, ja, da hat man das Gefühl, wenn die erwischt werden, die kümmern sich da nicht groß drum, die bezahlen die Geldbußen, die Ordnungsgelder dann aus der Portokasse. Ist übrigens gut, wenn das geändert werden soll durch die Bundesjustizministerin. Weil das sind diese Bausteine, an denen wir arbeiten müssen. Ich bin mir sicher, erst wenn die übergroße Mehrheit in unserem Land wieder absolutes Vertrauen in unseren Rechtsstaat hat, dass dieser Staat seine Regeln, die ja unsere Regeln sind, auch durchsetzen kann gegenüber allen, dann wird auch dieses Misstrauen in die innere Sicherheit schwinden. Dass nämlich dieser Staat gegen den Steuerkriminellen genauso vorgeht wie gegen den arabischen Familienclan, gegen den Neonazis, der andere Menschen im Internet mit dem Tod bedroht, genauso wie gegenüber dem marokkanischen Drogendealer. Es darf eben keine rechtsfreien Räume geben, weder im Internet, noch an der Börse, nicht vom Hauptbahnhof und auch nicht in Wirtschaftsunternehmen. Und ich finde, da haben wir uns als Regierungsfraktion in den letzten Jahren wirklich auf einen guten Weg gemacht, während andere bis heute, da war eben die Rede von Herrn Curio das beste Beispiel, eigentlich nur Ängste schüren, aber keine konkreten Vorschläge machen, um einfach ihr politisches Süppchen weiterzukochen, haben wir einfach in den letzten Jahren unsere Arbeit gemacht. Und ich fand bei dieser Regierungsfraktion vor allen Dingen gut, dass wir da, wo es Fehler gab, diese Fehler auch offen benannt haben, uns Stück für Stück aber daran gemacht haben, auch diese Dinge wieder zu beheben und auch zu verbessern. Und da das, wie gesagt, meine letzte Rede hier heute im Deutschen Bundestag ist, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Natürlich zunächst mal bei allen Innenpolitikern. Unabhängig davon, ob sie nun einer Regierungsfraktion oder Oppositionsfraktion angehören, ich habe das weitestgehend so wahrgenommen, dass wir uns immer bemüht haben, sachlich um den besten Weg auch zu ringen, im Sinne der inneren Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Man sehe es mir nach, dass mein besonderer Dank natürlich an die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen geht. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, sehr viel getan. Ich kann mich erinnern, vor allen Dingen in der letzten Legislaturperiode, Armin Schuster nickt schon, da haben wir fast im Wochentakt Sicherheits- und Asylpakete entsprechend auch geschnürt. Es war mir jedenfalls persönlich eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wenn ich einen kleinen Ratschlag noch geben kann, auch nach manchen Sommerdebatten, die wir so hatten, vielleicht immer wieder dran denken, weniger lamentieren, ganz einfach seine Arbeit machen, weil, wie heißt es so schön, hinten kackt die Ente. Und in diesem Sinne euch alles Gute. Danke. Herr Kollege Liszka, da Sie gesagt haben, es sei Ihre vermutlich letzte Rede in diesem Bundestag, man weiß es nie so ganz genau, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihre 10-jährige Arbeit in diesem Hohen Haus zu danken und Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt im Namen des ganzen Hauses alles Gute zu wünschen. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Stefan Ruppert, FDP.